Willkommen zurück zu Let's Play Super Obama World. Ein, wie ich finde, ganz netten Let's Play. Ja, wir sind erst bei Level 2 stehen geblieben, weil ich im letzten Part ein bisschen was demonstrieren musste. Ne, wisst ihr Bescheid? Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal ins Level und gehe an die Stelle, wo ich das letzte Mal den Tod demonstriert habe in dem Spiel. Also, bis gleich. So, hier geht es nun weiter. Mit meinem schicken Jackett. Ich habe gerade keinen Power-Up verloren. Ich wollte dich doch nicht sagen, wie viel schicker Obama ohne Jackett und zwar nur so ein Hemd ist. Ne? War ja nur deswegen. So, dürfen wir weitermachen? Oh Mann. Na, ich habe es jetzt ja wieder extra verloren. Ist ja ganz offensichtlich, ne? Ihr wisst ja wieso. Und jetzt gehe ich, glaube ich, mal unten lang. Scheiße, es ist nicht mehr normal. Sorry. So, dann geht es jetzt hier unten weiter, denn hier ist es ja noch viel spannender. Hier gibt es nämlich ordentlich Münzen. Und schön, dass ich gleich wieder hochspringe. Ja, es ging aber gar nicht anders, ne? Ich habe schon gesagt, was für eine riesen Sprungkraft Obama in diesem Spiel hat. Viel besser als Mario. Und deshalb konnte ich da auch jetzt nicht unten bleiben. So. Ihr Schweine seid irgendwie schon tückisch. Ihr seid richtig, richtig die miesen Gegner. Aber komm. Fieser als Goombas sind sie schon. Aber das ist ja auch keine Kunst. Oh, Abgrund. Oh. Gab's ja auch bisher noch nicht in dem Spiel. Das fühlt sich doch hier schon viel besser an. So, da oben muss ich gar nicht nachgucken, ob da was ist. Und hier dürfte das Ziel sein. Oh Gott, wie ich mich jetzt immer erschrecke, wenn da ein Gegner ist. Okay, ich gebe zu, ich stelle mich an wie so eine Banane. Ey, das gibt's. Es ist auch so einfaches Level-Design, aber ein paar Stellen, wie gleich am Anfang mit dem Eis und dem Schwein, wo man hoch musste, das war schon türkisch. Das war schon richtig, richtig tückisch. So, wenn da ein Item ist, will ich das gerne haben. Ich wusste es. Aber auch itemmäßig sind sie großzügig, auch flaggenmäßig sind sie sehr großzügig. Und da ist das Ziel. Level Completion. We can believe in. Und ich glaube, die ist gerade runtergefallen, aber egal. So, dann können wir jetzt endlich weitermachen. Hier ist mal so eine Werbung. Und auch so eine komische Werbung, ich glaube. Ich glaube, das ist nicht so gut für Videos, wenn man da Werbung drin hat, obwohl sie nicht so monetarisiert und so, und wenn sie nicht von YouTube bereitgestellt sind. Aber egal, es scheint so, als könnte es sich in diesem Level ein Secret Exit verbergen. Meine Vermutung wäre halt auch Designer Abgrund. Will ich aber gar nicht nachgucken. Ich glaube, ich guck's mal offscreen und es wäre schon nice, wenn es so kleine Secrets geben würde. Und dem Abgrund würde ich das auch am meisten zutrauen, dem Level. Es ist halt so simpel gestaltet. Da weißt du gar nicht, wo sich so ein Secret Exit, wenn überhaupt, finden kann. Aber weiter geht es mit I can see Russia from my house. Das ist halt schon viel geiler. Als von wegen, ich kann Russland von meinem Haus sehen, weil er halt so das prächtige hohe Haus hat, dass er so cool ist und Russland sehen kann. Und das ist halt auch eine kleine Anspielung. Wie ihr wisst, Russland und Amerika verstehen sich nicht ganz so gut. Erst recht in letzter Zeit. Da hat doch Russland tatsächlich verboten, das war jetzt in der Weihnachtszeit so rum, den Amerikanern Russen zu verbieten. Oder ich glaube, es war sogar andersrum. Es war entweder so, Amerikaner haben tatsächlich den Amis verboten, Russen zu adoptieren. Oder es war tatsächlich so, Russland hat den Russen, also sich, deren Bürgern, verboten, Amis zu adoptieren. Also schon ein bisschen krank. Aber naja, damit haben wir nichts zu tun. So, das Wasser sieht mir auf jeden Fall Super Mario World mäßig aus. Ich meine, im Wasser sterben wir, oder können wir schwimmen? Ich sag mal gar nichts, überhaupt gar nichts. Oh, what the fuck? Den können wir doch. Ich sag mal überhaupt nichts zu den Schwimmqualitäten unseres, was heißt unseres?
des US-Präsidenten. Nicht wiederwählen, Freunde. Ja, witzig! Jetzt bin ich doch ernsthaft im Wasser gestorben. Oder ist es so eiskaltes Wasser wie in Super Mario 64? Dann verstehe ich ja alles. Und was steht da oben? Palin Estate. Beware of Snow Machines. Ich soll mich also vor Schneemaschinen in Acht nehmen? Willst du mich verarschen? Ich bin der US-Präsident. Wenn sie den überfahren, dann kriegen sie die Todesstrafe. Und das nicht nur in Amerika. Ich will da mal oben hoch. Naja, ist aber halt schon eine kleine Schwierigkeit hier. Boah! Das Wasser als Schwierigkeit mit einzubauen. Und wieso hackt das so? Weil es Eis ist. Und wieso komme ich da nicht hoch? Ach, das ist so fake und so. Boah, hier ist Eis. Das ist zwar total unnötig, das ist hier nur unnötige Lebensrisikoverschwendung! Tatsächlich. Ey, das ist echt ein bisschen Abzocke hier, will ja was schon sagen, dass man hier mal Werbung einbaut. Ich meine, ich schneide das so jetzt nicht alles raus. Ich bin auch viel zu faul für sowas. Nein, aber ernsthaft, was soll denn das? Und das schneide ich am besten auch gleich raus. Entschuldigung. Oh Mann, ich kann es doch nicht nur erreichen, ein Level pro Part schaffen. Das ist schon, sagen wir so, unterm Niveau, unter der Gürtellinie. Ah, jetzt sind wir hier. Yippie. Ich glaube, hier ist dann wahrscheinlich auch der richtige Weg. Brauchen einfach ein bisschen Skill. Und da wie sie, bei Fuß. Obama hat ja einen Hund. Und ich glaube sogar, das ist dieser Hund. Soll dieser Hund sein. Bei Fuß. Haha, du bist schlecht. Oh, ich habe nichts gesagt. Siehst doch ganz knuffig aus. Ich bin doch auf den gespannt. Meine Güte nochmal. Ah, neues Gesetz in Amerika einführen. Hunde sollen verboten werden. Und nicht nur das. Jeder Hund, der gefunden wird, darf geschlachtet werden und zum Frühstück serviert werden. Obama rastet aus und versucht, die Tierschutzgesetze gegenüber Hunden abzuschaffen. Ich muss da hoch. Aber halt ernsthaft. Gott im Himmel, lass mich zwei Level in einem Part schaffen. Da haben wir halt mehr Parts, aber mehr dann nicht so gute Parts, ne? Ich glaube, ich muss einfach auf diesen Fragezeichen-Block springen, dann hat sich das. Na, ihr wollt mir sicher sehen, dass ich da nicht hochkomme. Tatsächlich. Ich muss da hoch. Ihr respawnt doch hoffentlich. Hä? Ja, geil. Aber auch nur dieses Vieh respawnt. Gott, die bleiben immer so komisch stehen. So, und wieso denn Schweine? Och, ich komme da einfach nicht hoch. Och, nö. Ich meine, was haben Schweine mit Amerika und was haben Schweine mit erst recht hier mit Alaska zu tun? Und ich glaube, wir sind gar nicht mehr in Alaska. Weil er hat über Russland geredet. Und ich habe da auch gerade oben was gesehen. Und ich glaube, ihr auch. Ja, da haben wir es. Das ist erneut ein neuer Gegner. Oh mein Gott! Tatsächlich. Denn das. Ihr habt mir echt Angst gemacht. Ich darf es präsentieren. Das ist eine Moschee oder so eine Art. Und das sind herumdancende Russen. Sibirer, die mich unbedingt tot sehen wollen. Nein, Russen stehen einfach nicht so auf Amerika, sagen wir so. Amerikaner. Hier einfach mal die Hunde. Und damit ich ein bisschen Skill in dem Let's Play beweisen will, will ich euch töten. Gott, da oben ist echt eine Party, aber. Rot!
für die Welt! Und jetzt bin ich am Arsch. Von tausenden Sibiriern oder Russen verfolgt. Oh, was ist jetzt los? Jetzt kommt Oma Obama höchstpersönlich hier. Die hat genug von dem ganzen Kuchen backen. Ja, ich wusste, da könnte ein Abgrund sein. Ich denke mit. Oh, jetzt hätte ich aber den zweiten Kuchen oder wenigstens einen Reserve gebraucht. Aber damit gebe ich mich auch zufrieden. Macht sie doch wieder Kuchen, die Alte. Aber das hat er uns, er hat uns ja gewarnt, stimmt. Ja, das war schon richtig. Der hat uns sogar eben noch ein... Ich wollte gerade sagen, hä, wieso ist denn jetzt ein zweites Schild? Wo steht Beware of the Snow Schlitten? Oh mein Gott! Es war höchstwahrscheinlich unsere Oma, aber ich meine erkannt zu haben, dass sie weiß ist. Und kein Obama-Mitglied ist weiß! Familienmitglied. Ah, da gefällt es doch auch im Spiel, wenn mal ein paar schwerere Abschnitte dazukommen. Und die dann auch hier so skillig ohne Power-Up-Verluste, wollte ich schon sagen, zu schaffen. Gut, dass die Hunde hier nicht rauf können. Das wäre Kaizo-Mario-Style. Gut, dann beenden wir den Part. 2 Level geschafft! Ich bin ja so der Skiller in diesem Spiel. In einem weiteren 11-Minuten-Part. Und das nervt. Und ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ich mache mir hier doch noch Werbung-Probleme. Meine Güte. Nach Secret Exits gucke ich offscreen und das richtige Amerika, das nicht gefälschte Amerika, the real America, gibt es im nächsten Part von Super Obama World. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt einen Kommi, was ihr generell über das Game haltet. Habe ich im ersten Part vergessen. Und zieht es euch selber. Download es euch selber. Nicht downloaden. Geht einfach auf die Internetseite und ich glaube, so viele kennen das Spiel einfach nicht und es sollte unterstützt werden. Also, danke fürs Ansehen, Freunde. Bis dann.